Liebe Eltern, liebe Freunde, erst einmal wünsche ich euch natürlich einen schönen guten Tag. Als nächstes hoffe ich natürlich, dass ihr auch alle noch fit seid und es niemand von euch gibt, der bereits schwerer von der Grippe getroffen und gezeichnet wurde. Sven und ich sind auch wohlauf, es geht uns gut. Ich wende mich mit dieser Videobotschaft an euch, weil ich euch und euren Kindern Kraft geben möchte und Mut und Entschlossenheit. Ich hätte wirklich niemals gedacht, dass ich so etwas mal sagen würde oder so etwas wie diese eigentlich verrückte Videobotschaft herstellen würde. Nicht in meinen verrücktesten Träumen, wirklich nicht. Für mich, wahrscheinlich für euch, ist das alles irgendwie immer noch nicht alles erklärbar und auch eigentlich nicht verständlich. Als langjähriger Trainer habe ich natürlich schon vieles erlebt, auch unschöne Dinge, aber die meisten Erfahrungen waren immer gute. Wie es nun in einigen Monaten weitergehen wird, das kann ich nicht sagen, das wäre auch nicht ehrlich von mir. Aber als Trainer habe ich auch viele Dinge gelernt, die mir in solchen Momenten weiterhelfen können. Wie zum Beispiel Geduld. Nicht alles sofort erreichen zu wollen, erfordert Geduld, weil es nicht immer sofort geht. Oder Mut. Mut ist im Jugendsport wichtig, um immer wieder neu aufzustehen und gegen Widerstände anzukämpfen. Entschlossenheit. Entschlossenheit ist notwendig, wenn ich etwas wirklich erreichen will im Sport, nicht nur im Fußball. Das geht ja nicht von alleine. Oder Gemeinschaft. In einer Gemeinschaft ist es viel, viel leichter. Es ist immer leichter, Spiele zu gewinnen in einer Gemeinschaft. Oder auch nur mal das Training bei mir oder Sven zu überstehen. Es ist manchmal auch einfacher, wenn andere vielleicht ein wenig mitleiden. Und vor allem Freundschaft habe ich kennengelernt. Ohne Freundschaft oder ohne Freunde ist nicht nur im Sport, ist im Leben einfach alles nichts wert. Und alle diese Dinge, Geduld, Mut, Entschlossenheit, Gemeinschaft und Freundschaft sind jetzt notwendig, um euren Kindern, um die geht es mir in erster Linie, unseren Kindern. Ja? Denn eure Kinder sind immer auch ein wenig meine Kinder über all diese Jahre. Meine Absicht ist nun, diesen unseren Kindern über diese schwere Zeit hinweg zu helfen. Ihr habt mir eure Kinder zum Teil über einen sehr, sehr langen Zeitraum anvertraut. Das ist immer eine große Ehre für mich gewesen und es ist immer noch. Wir sind zwar eine kleine, aber eine sehr starke Gemeinschaft in der Fußballstadt Berlin. Das war auch schon immer mein Anspruch. Ich wollte immer die beste Fußballschule sein. Nicht die größte, die beste, mit der besten Qualität. Und dazu gehört auch jetzt da zu sein. Einfach nur da zu sein. Aus diesem und natürlich vielen, vielen anderen Gründen haben Sven und ich uns jetzt entschlossen, allen Kindern, die bei uns trainieren und auch anderen interessierten Kindern über diese Zeit ein wenig hinwegzuhelfen. Mit unseren Möglichkeiten. Das ist der Sport mit allen Facetten, die es in ihm gibt. Wir werden ab sofort jeden Tag um 17 Uhr über YouTube eine kleine Trainingseinheit für die Kinder und auch für die interessierten Eltern einstellen. Wer will, ist herzlich eingeladen und kann mitmachen. Das werden wir so lange machen. So lange, jeden Tag machen, bis wir wieder das erste Mal gemeinsam auf dem Platz stehen werden, dürfen oder wieder gemeinsam trainieren dürfen. Tägliches Training, liebe Eltern, ist jetzt wirklich tägliches Training für eure Kinder. Diese Videos werden natürlich nicht sofort das perfekte Niveau haben, nicht die beste Bildqualität oder den besten Ton. Wir arbeiten aber daran. Und jeder, der mich kennt, weiß, wie hartnäckig ich an solchen Dingen arbeiten kann. Wir werden das Training abwechslungsreich gestalten mit den Möglichkeiten, die die Kinder dafür in einer Wohnung oder in einem Haus haben. Wir werden nur mit den Trainingsmitteln arbeiten, die die Kinder im Haus haben. Wir bitten euch aber auch, sofort ein paar Dinge zu bestellen. Ein Springseil, eine Gymnastikmatte, einen Therapieball. Und da erkundigt euch mal im Netz, das nennt sich Schlingentrainer, einen Schlingentrainer. Achtet darauf, dass man diesen auch in einer Tür einspannen kann. Diese Geräte sind wichtig, um das Training noch abwechslungsreicher gestalten zu können. Falls ihr eines schon habt, umso besser. Das Training wird wegen der Bedingungen, Wohnung und so weiter, kleine Fläche, natürlich schwerpunktmäßig ein wenig körperlicher sein. Wir werden aber auch immer Ballübungen in den nächsten Wochen einstreuen. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen keines unserer Kinder mehr die Wohnung verlassen darf.
Ich weiß auch nicht, wie lange. Aus diesem Grunde ist es wichtig, für die Kinder Struktur in jeden dieser Tage zu bringen. Und damit sie nicht nur vor der Glotze sitzen und Pringles essen oder Sujuk Toast essen, bitte ich euch, alle diese Artikel, diese vier Artikel zunächst zu bestellen und euch liefern zu lassen, um die ich euch gebeten habe. Damit wir das Training einfach abwechslungsreich gestalten können. Wir arbeiten natürlich auch an individuellen Möglichkeiten, beginnen aber erst einmal mit einem regelmäßigen und allgemeinen Training für alle Mädels und Jungs. Über alle weiteren Schritte werden wir euch wie immer auf dem Laufenden halten. Als Jugendtrainer weiß ich, wie wichtig es für die Kinder ist, einigermaßen fit zu bleiben. Als Vater weiß ich, wie anstrengend und nervig es ist, wenn die Kinder keinen Sport machen oder keine Bewegung haben. Ihr kennt das natürlich auch alle. Ich versuche also auch euch, liebe Eltern, ein wenig Entlastung in den Alltag zu bringen. Lasst uns also alle gemeinsam gegen diese schwere Zeit ankämpfen. Wir sind eine starke Gemeinschaft und als Team werden wir das auch schaffen. Informiert mich bitte regelmäßig über eure Kinder, aber auch über euch und eure Gesundheit. Gebt mir bitte auch Rückmeldung über das Training und so weiter. Lasst uns einfach miteinander in Kontakt bleiben, immer wieder. Eine kleine Nachricht, ein Smiley, all das bringt uns immer wieder ein Stück näher und hält uns beieinander. Lasst uns ein wenig näher rücken. Lasst uns diese Scheißsituation nutzen, um einfach ein wenig näher zu rücken, um noch mehr aufeinander zuzugehen. Lasst uns gegenseitig zeigen, dass wir füreinander wirklich da sind und es nicht nur mal sagen. Und lasst uns den Kindern zeigen, dass wir als Erwachsene, als Vorbilder alle und auch immer für sie da sind und sein werden. Wir, das sind Sven und ich, werde auch noch versuchen, andere Kollegen mit ins Boot zu nehmen, sind jedenfalls da, immer da und werden euch ab jetzt jeden Tag am Rechner, am Telefon, am Laptop erscheinen. Ihr werdet uns also jetzt öfter sehen als sonst. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß mit den ersten Einheiten und ich freue mich über jede eurer Rückmeldungen und bleibt gesund. Vielen Dank.